zeige ich Ihnen, was gestern hier noch passiert ist. Also, der 16-jährige Shrek war hier bei uns zu Gast. Der malt Bilder, so abstraktes. Und wir haben uns gedacht, wir malen mal ein Bild zusammen. Dafür hatten wir in der Sendung leider keine Zeit mehr. Hello, darkness, my old friend. Und dann haben wir das direkt nach der Sendung getan. Wie es dann zu diesem Bild, das ich Ihnen dann gleich hier auch zeigen werde, kam, das sehen Sie jetzt. Was sollen wir überhaupt malen? Es ist mir egal, was abstrakt ist. Ich mache gerne abstrakte Sachen. Ich auch. Du schmierst die Farbe direkt drauf. Du brauchst gar keine Palette oder sowas. Nee. Kennst du Bob Ross? Bob Ross? It was at this moment. He fucked up. Wir kennen Bob Ross. Nicht viele, aber geil, oder? Bob Ross nachts zum Einschlafen, das Beste, was man sich vorstellen kann. Im bayerischen Rundfunk oder Bayern, ja, Bayern 3, 1. Ja. Willst du ein Weed? Nee. Das ist doch meiner Frage schon super. Aber wenn jetzt bei jedem Strich anfängt zu jammern, dann bringt das ja auch nichts. Ehrlich gesagt, das war besser, aber es war auch, es drückt nicht, ich habe den ganzen Deckel abgemacht. Die Farbe drin. Ich weiß nicht, ob du diese Technik schon kennst. Also, ich drück einfach also, dagegen. Geil. Ich habe hier gerade eine völlig neue Technik erfunden, die der Kunstmarkt eigentlich bisher noch gar nie gesehen hat. Ich drücke einfach die Farbe komplett aus der Dose raus. Wow. Das Kompliment herfasst mich vor der Kälte, ich brauche im Winter keinen Schal. Mein Doppelkinn wird Moderator von TV Total. Bitte was? Ein Komplementärfarben von Blau? Das habe ich mal im Kunstunterricht gelernt. Ist mir aber als Künstler völlig egal. Weil als Künstler What the fuck? Komplementärfarbe. Just do it! Naja. Yeah.